Moin, da sind wir wieder. Heute geht es darum, dass wir das 24. Wort bestimmen. Und zwar werden wir das jetzt heute nicht mit Hilfe der Bitbox machen, sondern wir werden das einfach mal händisch herausrechnen, beziehungsweise werden das jetzt einfach mal händisch bestimmen. Das Einzige, was halt nicht funktioniert, ist, dass wir das werde ich jetzt nicht machen, das könnt ihr gerne machen, wenn ihr sehr viel Langeweile habt. Ich werde es händisch jetzt nicht hashen. Das ist das Einzige, was wir am PC machen, und das werden wir auch entsprechend, ich werde es an meinem normalen PC machen. Wenn ihr das machen möchtet, macht das definitiv in einer Live-Boot-Umgebung und macht das so, dass der PC kein Internet hat und danach am besten auch kein Internet mehr bekommt. Also vielleicht irgendeinen alten PC, den ihr nie wieder benutzen werdet, weil nicht auszuschließen ist, ob irgendwas mal kompromittiert ist oder ob irgendwas vielleicht doch noch versendet wird. Also prinzipiell geht es heute wirklich erstmal nur darum, dass es ein Proof of Concept ist, also das heißt, es funktioniert, oder es zu zeigen, wie es funktioniert und was so die Gedanken sind, die man dabei hat. Jo, vielleicht kurz weg, ihr seht das ja jetzt hier, und vielleicht wichtig vorab, keine Schleichwerbung, ich habe nachher auch noch einen Blog, da steht auch Ergo drauf, ich habe leider keine anderen Sachen. Jo, hier seht ihr schon, ich habe die ganzen Wörter jetzt ergänzt, ich hatte letztes Mal ja angefangen, mit der Liste. 23 Stück habe ich mir also erwürfelt. Und das 24. fehlt natürlich noch. Dieses werden wir jetzt heute bestimmen. Oder beziehungsweise eins dieser 24 Wörter werden wir bestimmen. Es gibt ja immer mehrere. Und ich hoffe, das ist jetzt nicht sehr nervig. Nachbarn sind noch ein bisschen egal. Und ihr seht jetzt schon, davor habe ich was draufgeschrieben. Ich habe davor immer eine Dezimalzahl stehen. Und das ist der Index des jeweiligen Wortes. Denn wir haben als Grundlage für diese ganzen Wörter ja die BIP39-Liste. Und die BIP39-Liste hat ja auch immer einen Index zum jeweiligen Wort. Wichtig dabei, wenn ihr die Indexliste nehmt von, sagen wir mal, auf der GitHub-Seite, auf der offiziellen, fängt die bei 1 an. Für uns ist wichtig zu bedenken, dass sie natürlich mit 0 beginnen muss. Denn das erste Wort, sage ich mal, ist ja das Nullte. Das heißt, die 0 wird im Binärzahlensystem ja auch dargestellt durch eine Reihe von Nullen. So, ich kann einmal ganz kurz zeigen, ich habe da eine alternative Quelle, bei der man das direkt richtig hat, in Anführungszeichen. Bei Colefit habe ich so eine Liste gefunden, genau, da fängt es da oben. Na, geht das so? Kann man das jetzt hier? Ich gucke, ob das so scharf stellt. Jo, da ist es, da fängt es halt mit 0 an. Aber sonst, wie gesagt, es ist, ich guck mal, geht das so mit dem Telefon? Ansonsten bedenkt ihr einfach, wir haben ja die BIP39-Wörterliste, wenn ihr die ganz offiziell nehmen möchtet, kein Thema. Denkt euch einfach, ihr müsst alle Wörter einfach nur um 1 nach oben schieben. Wir haben die 0 halt nicht, das nullte Wort existiert halt entsprechend da nicht. Und entsprechend müsst ihr dann alle Wörter um 1 nach oben schieben. Das heißt, wenn ihr das 220. Wort sucht, müsst ihr beim 221. Wort gucken, sozusagen. Jo, das ist es eigentlich. Wichtig, was ist eigentlich die ganz normale Grundlage? Für uns gesehen sind das ja die Wörter. Dann werden die Wörter in eine Dezimalzahl oder im Prinzip umgemünzt, beziehungsweise für den PC ist ja an sich nur die Binärzahl wichtig. Für ihn ist ja komplett egal, was das für ein Wort ist. Für uns ist es einfach einfacher, das so zu merken. Das heißt, wir haben an sich so eine Folgerung aus den Wörtern, wenn Dezimalzahl, beziehungsweise der entsprechende Index, und daraus werden Binärzahlen gebildet. Warum überhaupt? Was wollen wir mit diesen komischen Binärzahlen? Ja, der Grundgedanke ist einfach, dass wir eine entsprechende Entropie haben. Das heißt, wir haben eine Zufallszahl. Und wir haben uns die Zufallszahl ja durch das Würfeln der Wörter im Prinzip erschaffen. Und es ist so, dass wenn wir ein Mnemonic Sentence haben, also einen Satz an Wörtern, eben die 24 Stück, die wir jetzt haben möchten, haben wir im Prinzip zwei gewisse Teile. Wir haben einmal eine Entropie, das sind halt die Zufallszahl, die wir gewählt haben, plus eine Checksumme, nennt die sich. Und die ist abhängig von der Entropie, die wir gewählt haben. Das heißt, wir hätten jetzt auch 256 Mal einen Münzwurf machen können und dann wären wir entsprechend auf unsere Binärzahl direkt gekommen. Und müssten jetzt gar nicht diesen Umweg gehen. Aber das machen wir jetzt ja. Wir haben jetzt die Wörter. Dadurch ist es uns einfacher, die ganze Sache zu merken. Und ja, ich möchte das einmal ganz kurz zeigen. Ich nehme eben so ein Zettelchen. Ich nehme
Müssen wir mal eben schauen, wie wir das am einfachsten machen. Ja, gehen wir mal davon aus. Ich mache mal hoch. Ups. Alles klar. So, wir haben jetzt eine 256er Entropie. Kann man so lesen? Ja, geht, ne? Und das Ganze teilt man durch 32. Darauf würde ich auf 8 kommen. 8 ist entsprechend unsere Checksumme. 256 ist die Entropie. So, das beides zusammengerechnet, also Entropie plus die Checksumme, ergibt das sogenannte Monomic Sentence. Also die, Moment, ich mache mal eben so, müsste ich ja, glaube ich, scharf stellen. Im Prinzip ein Wortsatz oder ein Satz an Wörtern. Ne? Das sind eben unsere 24 Stück. Und jetzt rechnen wir das mal eben zusammen. Das heißt, 256 plus 8 sind unsere 264. Ne? Das sind also 264. Und die 264 teilen wir jetzt durch 11. Warum durch 11? Fragt euch sicherlich. Ja, ganz einfach. Denn wir haben ja 2048 Wörter in der Wörterliste. Bedeutet, wir haben 2048 Wörter, aber wir haben, das seht ihr sicherlich hier auch, jetzt stehen da noch, dieser Autofokus will heute nicht. Ja, da steht doch 2047, ja, wir haben auch die Null noch, ne? Das heißt, wir haben 2048 Wörter. Und diese können wir halt darstellen, oder diese können wir nur darstellen im Binärsystem, indem wir, wir hätten jetzt hier zum Beispiel, nochmal 2048, 1024, 512, 256, so weiter und so fort. Das können wir nicht benutzen. Moment, ich glaube, ich schreibe die weiter. Dann könnt ihr es vielleicht besser nachvollziehen. 16, 8, 4, 2, 1. So. Ja, so müsste es gehen. Und zwar, warum sage ich jetzt durch 11 teilen? Denn die 2048 können wir nicht darstellen. Wir haben nur 2047 Wörter. Ist für uns nicht, können wir nicht benutzen. Funktioniert nicht. Das heißt, wir haben jetzt 11 Stellen, die wir bedienen müssen. Das heißt, wir können jedes Wort, was wir in der Wörterliste haben, durch eine Kombination von ja, Einsen und Nullen entsprechend hier darstellen. Das heißt, je nachdem, wie ich die jetzt wähle, 10101010000, habe ich entsprechend ein Wort, was eine entsprechende Dezimalzahl symbolisiert und entsprechend dahingehend zurück ein Wort. So einfach ist das an sich. Naja, das heißt, 264 durch 11 würde ergeben 24 Wörter. Jo, richtig. Und das ist an sich der Grundgedanke. Das heißt, uns fehlt jetzt gerade ja noch die Checksumme. Wir haben unsere 23 Wörter, das heißt, wir haben die Entropie eigentlich. Wobei, wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir die Entropie nicht komplett. Denn wir haben, ich habe das auch schon einmal vorbereitet. So, wenn wir eben hier umblättern. Ich habe die ganzen Zahlen nämlich immer runtergeschrieben im Binärsystem. Alle Wörter im Prinzip runtergeschrieben im Binärsystem. So, dann sind wir nämlich bei folgenden. Diese drei hier haben wir noch nicht. Die habe ich jetzt gerade dazu geschrieben. Denn die Summe von, beziehungsweise wir müssen jetzt eigentlich nur einmal multiplizieren. Wir müssten jetzt ja, wir haben 23 Wörter mit je 11 Stück. Und wenn wir das jetzt zusammenrechnen, kommen wir auf 253. Wir brauchen aber für die Entropie komplett, habe ich ja gerade gezeigt, 256. Das heißt, uns fehlen noch 3 Bits. Das hätten wir jetzt natürlich, wenn wir mit dem Münzwurf gemacht hätten, könnten wir uns ersparen. Ne? Das heißt, die 3 hätten wir dann halt schon. Weil wir 256 mal gewürfelt hätten. Wir haben jetzt aber halt nur 23 Wörter, entsprechend 23 zu 11 Bits. Das heißt, dann haben wir halt nur 253. Ist aber komplett egal. Also das ist jetzt nicht schlimm, denn das ist ja auch gerade das, weshalb wir bei der Bitbox mehrere Möglichkeiten haben. Ich kann ja sowohl die 001 nehmen, ich könnte aber auch 000 nehmen, ich könnte 010 nehmen, ich könnte 100, ich könnte 111, 101. Es ist komplett egal, denn dieses hier, also das hier, also das ist im Prinzip das Ausschlaggebende dafür, weshalb wir bei der Bitbox verschiedene Wörter auswählen können. Dies hier plus die Checksumme, die wir bekommen durch das Hashen von diesem ganzen Gebilde hier,
ergibt, also die Checksumme, die jetzt kommt, das wird, die Checksumme wird sich auf 8 Bits beschränken, weil wir uns da lediglich zwei Hexadezimalzahlen rausholen. Das zeige ich gleich. Das klingt jetzt gerade verwirrend, aber es ist ganz einfach. Und es entsteht im Prinzip, es entstehen zwei Hexadezimalzahlen, die natürlich auch jeweils wieder durch eine Binärzahl repräsentiert werden. Und diese entstehen daraus, dass wir dieses ganze Teil hier gehasht haben. Das heißt, dieser kleine Teil hier macht natürlich auch eine Auswirkung, macht natürlich eine Auswirkung auf den Hash. Ja, und das sollte man eigentlich nur bedenken. Jo. Wir gehen dann jetzt im Prinzip einfach nur gleich kurz an den PC. Ich zeige, wie wir das Ganze hashen. Also ich werde das einfach nur am PC eintippen. Dann hashen wir das und dann schauen wir mal, was wir für ein 24. Wort rauskriegen. Jo. Ich hoffe, das ist jetzt soweit klar. Das sind jetzt einfach nur so diese Grundsachen, die man da vielleicht bedenken sollte oder die man halt im Hinterkopf haben sollte. Und jo, wenn irgendwas ist und dann Fragen, schreibt das unten rein. Jo, bis dann. So, da sind wir jetzt am PC. Genau, da seht ihr jetzt einfach mal, wie gesagt, das macht ihr auf einer Live-Boot-Umgebung, nicht? Ihr macht es einfach bei mir. Jetzt seht ihr hier, ich habe jetzt gerade einfach mal alle Bits hintereinander weggeschrieben, auch die 001 hinten angehangen. Und das müssen wir halt einmal auf dem PC haben. Darum sage ich, das ist halt unsicher, weil wir es jetzt einmal schon am PC eingetippt haben, ne? Jo. Das heißt, komplett einmal runterschreiben. Jetzt gehen wir in die Kommandozeile. Die werdet ihr dann sicherlich auch haben, weil ihr eine Linux-Distribution nehmt. Da tippen wir jetzt Folgendes ein. Und zwar echo. Dann fügen wir die Bits ein, den ganzen Strang. Ne? Wichtig bei Linux, STRG, Shift und V. Damit fügt ihr ein. Einmal Leerzeichen, einmal den hier. Charsum. A, der Algorithmus 256 und jetzt ganz wichtig, minus 0. Das ist wichtig, weil so interpretiert er jede 0, die wir jetzt oben geschrieben haben, auch wirklich als 0 und jede 1 als 1, also Bit. Jede 0 als 0 Bit und jede 1 als 1 Bit. Enter. So, das ist jetzt schon gehasht. Das ging jetzt wirklich schnell. Wenn wir das jetzt händisch machen würden, wären wir sicherlich Tage dran. Deshalb machen wir das nicht. Und wichtig, für uns sind jetzt nur die ersten beiden Ziffern wichtig. Hier die ersten beiden Stellen. Denn, und jetzt können wir mal ganz kurz, also B7, wichtig, ich schiebe mal rüber. Hier seht ihr, wie ich das gemacht habe am PC. Ne? Ich habe also die Wörter immer eingetragen, also die Ziffern hier, die Indexe, sag ich mal, oder Indizes, habe ich eingetragen und entsprechend dann hier gerechnet. Hexa. Das Hexadezimalsystem geht von 0 bis F. Es repräsentiert halt die Dezimalzahlen 0 bis 15. Und ja, binär wird das halt so ausgedrückt. Jo. Und jetzt geht es im Prinzip darum, dass wir die zwei Stückchen brauchen. B und 7. Und, wie gesagt, uns fehlt ja jetzt vom 24. Wort, fehlt uns ja 3 Bits. Die haben uns ja jetzt einfach ausgedacht. Wir haben uns ja einfach 001 genommen. Das heißt, ich muss mal gucken, muss mal eben gucken. Ja, Text steht drin, alles klar. Das heißt, ich fange jetzt damit an. Also ich schreibe jetzt prinzipiell die Binärzahl auf, die das 24. Wort repräsentiert. Das ist nämlich das B, also 1, 0, 1, 1 und die 7, 0, 1, 1, 1. Jo, fertig. Das ist jetzt an sich unser 24. Wort. Was müssen wir jetzt machen? Jetzt müssen wir an sich nur noch das einmal als für uns lesbare Zahl oder für uns lesbares Wort hier im Prinzip umwandeln, damit wir wissen, was soll das denn überhaupt sein, ne? Damit wir das dann entsprechend in die OneNote eintragen können. Das machen wir jetzt. Wir können es jetzt einfach hier mit dem Taschenrechner machen. Jo, rechnen wir doch mal, ne? Die erste Ziffer, wie gesagt, ist 1024, haben wir nicht. 512 haben wir nicht. 256 haben wir. 128 haben wir. 64 haben wir nicht. 32 haben wir. 16 haben wir. 8 haben wir nicht, 4 haben wir aber, 2 haben wir und 1 haben wir. 439, das heißt, das Wort an der 439. Stelle wäre unser richtiges Wort. Jetzt muss ich einmal ganz kurz nebenbei noch den Browser aufmachen. Momentchen. So, da haben wir. Und jetzt müssen wir an das 439. Wort müssen wir jetzt haben. So, 439, Cycle. Wie eben erwähnt, das ist so falsch. Denn
Wir müssen alle Wörter, also alle Wörter hier, die müssen alle um einen nach oben geschoben werden. Bedeutet, das 439. Wort ist nicht Cycle, sondern es wäre Dead. Denn, wie ich es eben schon kurz geschildert hatte, wir fangen mit 1 an statt mit 0. Und das ist halt wichtig zu bedenken bei diesen Sachen, beziehungsweise jetzt bei dieser Wörterliste. Ne? Ich habe ja eben kurz gezeigt von Coldbit, da habe ich ja entsprechend sogar, die fängt mit 0 an. Ist vielleicht ein bisschen einfacher, braucht man gar nicht drüber nachdenken, da braucht man es nur ablesen. Aber so wäre es halt entsprechend auch möglich. Jo, das heißt, Dead ist unser nächstes Wort oder unser letztes Wort für die 001er Bit-Kombination am Ende. Das heißt, wenn wir jetzt andere Bits durchspielen würden, hätten wir einen anderen Hash und entsprechend ein anderes Wort. Jo, dann werden wir es jetzt mal eben in Elektrum machen und ich werde mal ganz kurz die Wörter holen. Moment. So, schlecht vorbereitet. Jetzt habe ich die Wörter wieder. Jetzt werden wir einfach Elektrum öffnen. Einfach die Wallet. Jo, jetzt erstellen wir eine neue Wallet. Die nennen wir mal Wallet Test. Standardbörse, jo. Jetzt haben wir ja schon einen Seed. Mal weiter. Genau, und das ist jetzt das, wo ich eben meinte. Auf Optionen, BIP39 Seed auswählen. Da steht jetzt Checksum failed. Klar, wir haben noch gar nichts eingetragen. Auch wenn ich jetzt irgendwas eintrage, kennt ihr nicht, ne? Unknown Wordlist. Das heißt, da weiß man auch immer, habe ich das richtig eingetippt oder eben nicht. Ich tippe jetzt mal kurz die Wörter runter. Die letzten beiden tippen wir dann zusammen ein und dann schauen wir mal, ob es funktioniert hat. So, da sind wir wieder. Jetzt machen wir die letzten Wörter. Trend und Dead war jetzt das letzte. Jo, da sehen wir schon. Check sind wir okay. Brauchen wir nix. Jo, läuft. Jo, das war es eigentlich schon soweit. Jetzt könnte man natürlich noch testen, funktionieren die Adressen. Könnte man jetzt einfach mal exemplarisch was hinschicken. Wie gesagt, es ist ja jetzt wirklich nur, um es zu testen. Macht es definitiv nur auf dem Live-Boot-System und ich sehe schon, ich muss Elektrum upgraden, updaten und ich denke, das war es dann soweit. Jetzt habe ich ja gerade eben schon gesagt, wir haben ja jetzt hier die 001 genommen. Ich könnte jetzt ja auch, wenn wir das jetzt ändern würden, machen wir mal aus der 001, machen wir mal 000. Ja, habe ich natürlich einen anderen Hash, ne? Ist doch klar. Das bedeutet, jetzt müsste ich mir die wieder nehmen, 1 und E, ins Hexadezimalsystem, also aus dem Hexadezimalsystem ins Binärsystem umwandeln, das vorne anhängen und dann wüsste ich ja entsprechend, was ich für ein Wort habe. Ne? Dann würde ich das ja in der Wordliste nachschauen. Nichts anderes macht ja an sich, exemplarisch gesehen, nichts anderes macht ja die Bitbox. Darum haben wir ja auch 8 Möglichkeiten, ne? Aus denen wir wählen können. Jo, dann ich hoffe, ist alles jetzt soweit klar. Wenn noch irgendwas unklar sein sollte, schreibt es gerne unten rein. Sonst auch vielleicht Videowünsche, die wir machen könnten, die ihr vielleicht auch machen könnt. Ja, dann war es das soweit. Und wenn noch irgendwas ist, meldet euch gerne. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss!